Hallo meine liebe Leseratten da draußen. Ja, heute wollte ich mal ein Video machen, das ich eigentlich noch nie gemacht habe. Denke ich mal, dass ich es noch nie gemacht habe. Und zwar zu einem Anime, den ich ganz gerne mag. Beziehungsweise ich mag mehrere Animes. Aber ich habe mich so drauf gefreut, dass dieser Anime, den ich euch gleich vorstellen werde, eine zweite Staffel bekommen hat, beziehungsweise eine Fortsetzung. Ja, und von dem Anime, von dem ich spreche, ist die Gray Man. Ja, im, glaube, Dezember 2015 wurde bekannt gegeben, dass die Gray Man eine neue Staffel kriegt und ich glaube im März oder so rum wurde auch enthüllt, dass die Staffel die Gray Man Hallo ausgesprochen wird, aber Halo, also H-A-L-L-O-W geschrieben wird. Ja, ich war ganz hin und weg, weil ja, man sieht ja hier hinten halbwegs die Mangas bei mir, was mich bis in einem Anime halt gestört hatte. Man hat die Vergangenheit von Nina Lee, von Ellen und von Ravi bzw. Lavi gesehen, aber nie von Kanda. Tja, und in Halo geht das halt darum. Ja, und Entschuldigung. Also in die Gray Man Halo geht es eben darum, dass da noch einige Sachen aufgeklärt werden und also damals war halt der Manga noch nicht so weit, da hat der Manga, der Anime, also ganz normal die Gray Man ein ganz anderes Ende als die Gray Man überhaupt der Manga. Und jetzt nach von 2006 bis 2008 war die Gray Man und jetzt nach 10 Jahren, also nachdem es die erste Ausstrahlung war bis jetzt, sind es genau 10 Jahre, sagen wir mal 10 Jahre, dass der Anime jetzt eine Fortsetzung bekommen hat. Und ich finde diese Fortsetzung schon richtig genial. Also wirklich richtig genial, muss ich sagen. Die Charaktere haben so ganz toll geändert. Also die Charaktere sind älter geworden, die Zeichnungen sehen auch alle anders aus. Und was ich halt auch gut finde, da wird eben auch über Kandas Vergangenheit geschrieben. Und ich bin so Kanda-Freund, also ich liebe Kanda. Und die ersten zwei Folgen habe ich gesehen, also richtig genial. Bei der letzten Folge, also bei der ersten und bei der zweiten Folge, dachte ich mir so, nein, wieso denn nur? Wieso? Die erste Folge endet mit einem Tod. Ich sage jetzt nicht mit welchem Tod, aber es die Leute, die das kennen und auch gesehen haben, werden sagen, ja, dieser Tod ist wirklich scheiße gewesen und dann damit das zu Ende, die erste Folge zu Ende war. Richtig scheiße. Und ich habe meinem Freund auch wirklich die Ohren, naja, nicht direkt vollgeschrien, aber ich habe gesagt, nein, wieso die zweite Folge endet mitten in einem Kampf. Man weiß nicht, wie, ja, wie dieser Kampf endet. Also, die Macher, also Hoshino ist, oder? Genau, die Hoshino, die hat schon richtig geniale Charaktere und Halo ist auch schon richtig toll. Und wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich auch unten in der Beschreibung Opening und Ending. Ich hoffe mal, einige sehen das überhaupt. Aber ich hoffe, dadurch, dass ich jetzt hier ein bisschen gequatscht habe, ich habe ja ein bisschen dazu beigetragen, dass es damals eine Staffel gab, jetzt die anderen zwei Folgen. Die ersten zwei Folgen von Halo, dass ich die richtig toll finde. Ich finde, das reicht aus, weil sehr viel kann ich nicht erzählen, weil sonst müsste ich von der ersten Folge an, von die Gray Man anfangen zu labern, bis hin jetzt. Und da gibt es einige Sachen,
das kann ich einfach nicht machen, wo ich dann nur sage, Leute, das müsst ihr jetzt echt sehen. Seht es euch einfach an, wenn ihr Fragen habt, wo ihr das sehen könnt, die ersten 52. Ich glaube, die ersten 52 Folgen könnt ihr sogar auf DVD kaufen von Geek My Man. Und die restlichen müsst ihr euch im Internet mit deutschen Untertiteln suchen, aber da stehe ich euch sehr gerne zur Verfügung, dass ihr die eben gucken könnt. Bis dahin, habt euch wohl und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüssi!